SR1 Europawelle Saar. Kraftpaket. Die Top 75. Da haben Sie vollkommen recht. Mittwochabend, 18. März, ganz genau auf die Sekunde, 19:06. Willkommen auf SR1 Europawelle Saar. Es geht um die deutsche Verkaufshitparade, um die neueste, um die heißeste Ausgabe. Am Mikrofon Wolfgang Hellmann. Und was präsentieren wir? Jawohl, die meistverkauften Platten der Woche. Fangen wir gleich an. Wie immer ganz unten. Purple Schulz mit dem Titel Zeit auf Position 75. Victory von Kool & The Gang, die 74. Stefan Remmlers Sterne in Athen auf 73. Und You Keep Me Hanging On von Kim Wilde auf 72. I've Been In Love Before von der Cutting Crew, die 71. Und jetzt kommen wir zum ersten Neuzugang für die heutige Ausgabe vom 18. März. Seit langer Zeit ist sie wieder einmal dabei. Alice von 0 auf die 70. Neueste Aufnahme von ihr heißt Nomadi. Ah!
Sponsor. Neuzugang 1, Nomadi von Alice von 0 auf die Position 70. Die weiteren Positionen. French Kissin' in the USA von Debbie Harry auf 69. The Streets of Miami von First Petrol auf 68. Where Are You von 16-Bit die Position 67. Mixed Up World von Timex Social Club die 66. Und Oh L'Amour von Erasure die Position 65. So Cold the Night von den Communards die 64. We Connect Stacy Q auf 63. Fata Morgana von der ersten allgemeinen Verunsicherung auf 62. Big in America von den Stranglers die 61. One Word Straight to the Heart von Chris de Burgh die Position 60. Sempre Sempre von Albano und Romina Power auf 59. Breakout von Swing Out Sister die Position 58 und Queens Pain is so close to pleasure die Position 57. Don't Need a Gun von Billy Idol die 56. Walking Down Your Street von den Bengals auf 55. The Rain von Orange Juice Jones die 54. Agent of Liberty von Mike Marraine auf 53. Dreamin' Status Quo die 52 und Big Fun von der Gap Band auf der 51. Und hier nun unser Neuzugang 2 für heute. Von 0 auf die Runde 50. Das Neueste von Juliane Werding, der Titel Vielleicht irgendwann.
Das war der Neuzugang 2 für heute. Von 0 auf die 50. Vielleicht irgendwann mit Juliane Werding. Rock Your Baby von George McRae auf 49 und jetzt... Also früh waren wir, glaube ich, noch nie dran. Auf der Position 48. Top 75. Top-Einsteiger der Woche. Der höchste Einsteiger der Woche von 0 auf die 48. Zugleich unser Neuzugang 3 in der heutigen Sendung. Die Fine Young Cannibals mit Ever Fallen in Love. Zugang 3 und zugleich der Top-Einsteiger für heute, die Fine Young Cannibals mit Ever Fallen in Love, die neue Position 48. Carrie von Europe auf Position 47. Land of Confusion mit Genesis, die Position 46. Showing Out von Mel & Kim auf 45 und Shake You Down von Gregory Abbott, die 44. Curiosity Killed the Cat mit Down to Earth, großer Erfolg aus England, in Deutschland auf der 43. Skin Trade von Duran Durandi 42,
und Heartbeat von Don Johnson die Position 41. Living on a Prayer von Bon Jovi die 40 und Don Johnson mit Heartache Away auf 39. Is This Love von Alison Moyet die Position 38. Each Time You Break My Heart von Nick Heyman auf 37 und Joe Cocker mit Now That You're Gone die Position 36. How Do You Stop von James Brown die 35. Manhattan Skyline von Aha auf 34 und Allianz von Radiorama auf 33. Heaven 17 mit Trouble die 32. Real Wild Child von Iggy Pop die Position 31. Und nun kommen wir zum ersten Aufsteiger der heutigen Sendung. Am letzten Mittwoch notiert auf 46. Und heute um 16 Punkte nach oben. Auf die Runde 30. Simply Red mit The Right Thing.
Right Thing von Simply Red. Unser erster Aufsteiger in der heutigen Sendung notiert auf der 30. Dann haben wir gleich auf der Position 29 einen zweiten Aufsteiger zu finden, am letzten Mittwoch auf der 49 und somit um Runde 20 Punkte aufgestiegen. Glass Tiger mit ihrem Supertitel Someday. Deutsche Verkaufshitparade ermittelt von Media Control. Jeden Mittwoch ab 19.05 Uhr auf SR1 Europa Welle Saar. Am Mikrofon Wolfgang Hillmann. Letzter Titel kam von Glass Tiger, das war zugleich die Position 29, der Titel Someday. Midnight Man von Sandra, die Position 28. Herz aus Glas von der Münchner Freiheit auf 27. Sometimes von Erasure, die Position 26. Und Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei von Stefan Remmler gefallen von 6 am letzten Mittwoch auf die Position 25. Naja, Karneval ist ja rum, gell? Ein weiterer Aufsteiger im Programm jetzt. 64 am letzten Mittwoch, heute nach oben auf die Runde 24. Und diese Musik kommt von Frankie Goes to Hollywood und heißt Watching the Wildlife.
Frankie Goes to Hollywood auf der Position 24 mit dem Titel Watching the Wildlife. Und hier nun ganz genau um 7:07 eine Zusatzmeldung zur Verkehrslage. Betrifft die A6 Mannheim in Richtung Saarbrücken zwischen Wattenheim und Enkenbach. 3 bis 4 Kilometer Stau durch querstehende Fahrzeuge auf schneeglatter Fahrbahn. Falls Sie uns dort hören, hören Sie weiter die deutsche Verkaufshitparade und fahren Sie auf jeden Fall langsam bzw. parken Sie eben, wenn es nicht anders geht. Wir machen weiter. Nach der Position 24 von Frankie Goes to Hollywood die 23 Robbie Neville mit C'est la vie. Lady of Ice von Fancy die 22. What You Get Is What You See von Tina Turner die 21. Horizont von Udo Lindenberg die 20 und Erasure auf der 19 mit It Doesn't Have to Be. Was haben wir noch so einen Riesenaufsteiger zu bieten? Am letzten Mittwoch auf der 56 und heute nach oben in die Top 20 rein auf die 18. Mixed Emotions und Bring Back Shanana.
Platz 18 für Mixed Emotions und Bring Back Shannon R. Jack Your Body von Steve Silkerly, die Position 17. Und You Sexy Thing in der neuen Version mit Hot Chocolate auf 16. Die Themamusik aus der Serie Miami Vice von Jan Hammer auf 15. Off mit Elektrika Salsa auf 14. Running in the Family Level 42 auf 13. Und jetzt haben wir den nächsten Aufsteiger. Letzte Woche auf 54. Und heute hoch auf die 12. Mel and Kim, neue Singleplatte Respectable. Respectable von Mel and Kim, die neue 12. Auf 11 Jennifer Rush mit I Come Undone. Und hier ist der nächste Aufsteiger von 19 am letzten Mittwoch auf die 10 heute. John Farnham und You're the Voice. Make ends meet before we get much older.
Die Position 10. John Farnham mit You're the Voice. Auf Platz 9 Clowns und Helden mit Ich liebe dich. Heartache, Pepsi and Shirley, die 8. I Knew You Were Waiting For Me von Aretha Franklin und George Michael auf 7. Und Reality mit Richard Sanderson, die Position 6 heute. Die Top 5. Die ersten 5 innerhalb der deutschen Verkaufshitparade vom 18. März, also von heute. Von 4 runter auf die 5 Jackie Wilson mit Reed Petit. Von 5 hoch auf die 4 Mixed Emotions, You Want Love. Und unverändert auf der 3 die House Martins mit Caravan of Love. Innerhalb der Spitzenpositionen von 8 nach oben auf die 2, also ein Riesenaufsteiger, Benny King und Stan. Auf die 2 ein Oldie but Goldie von Benny King, Stand By Me, die neue 2. Und das war's dann fast für heute. Die Ausgabe vom 18. März 87 der deutschen Verkaufshitparade, ermittelt von Media Control. Kraftpaket morgen 18.10 Uhr wie gewohnt der Beginn. 8 brandneue Platten auf dem Prüfstand in der Sendung Hit-Tipp. So, und um 19.05 Uhr in der zweiten Stunde, da gibt's dann den Hit-Container, da gibt es pausenlos im Dreierpack Musik-Superhits aus den englischen, aus den US und aus den deutschen Charts. So, weiter Hinweis auf das Kraftpaket von morgen Donnerstag. Aber heute ist Mittwoch und heute haben wir in dieser Stunde die deutsche Verkaufshitparade und das bedeutet, uns fehlt noch die 1, die spielen wir gleich. Manfred Sechsauer kommt um 5 nach 8 mit der Sendung Pop nach 8 und hier ist nun die alte und die neue 1. Filmmusik bzw. Musik aus einer Fernsehserie, Cinderella hieß sie, und das Ganze kommt von Bonnie Bianco und Pierre Cosso. Stay, die alte und neue 1. Tschüss. Ja.
sein Mistake. When I see you, there's a glow from the stars above. Guess they know that I'm so in love. Guess I'll stay here beside you, stay. Day after day, feeling low in the evening sun. To dream of you all day through. Close my eyes, all I see is you. Yes, I'll stay here beside you, stay. Here.